es nicht fassen. Es gibt ein neues Update und ich werde euch heute einfach zeigen, wie ihr euch komplett kostenlos den Bananen-Special-Emote freischalten könnt, die goldene Banane freischalten könnt und sogar auch noch die neue Special-Diamant-Banane. Die könnt ihr euch auch völlig kostenlos freischalten und wie das geht, zeige ich euch heute in diesem Video. Also lasst den Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go! So, Leute, wir sind in-game und ihr seht schon, ich habe passend dazu, Leute, hier auch direkt den Bananaskin ausgerüstet. Ja, Leute, denn ihr habt richtig gehört, es gab ein kleines Update und zwar haben wir jetzt aktuell die Version 0.47. Das heißt, checkt auf jeden Fall mal ab, ob ihr ein Update habt. Und ja, mit diesem Update wurden, ja, ich sag mal, nicht viele Sachen hinzugefügt, aber eine nice Kleinigkeit, mit der ihr euch, wie gesagt, sehr, sehr viele Skins und vor allem auch Special Emotes kostenlos freischalten könnt. Und das Ganze zeige ich euch jetzt, denn Leute, es wurde ein neuer Modus hinzugefügt, und zwar der Modus Bananenfest. Ja, und ihr seht schon, bei diesem Modus handelt es sich obvious um Bananen, Leute, denn wir haben einmal im Vorschaubild, ihr seht das schon hier, den Bananenskin. Ansonsten, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ihr seht schon, ihr könnt euch auch den neuen Superhelden-Bananenskin freischalten. Und zusätzlich, wie gesagt, noch die Diamant-Banane, Leute. Ja, ihr seht auf jeden Fall, es gibt neue Belohnungen bei diesem Event. Und zwar seht ihr nämlich oben, ihr könnt euch Bananen freischalten. Das Ganze werde ich euch jetzt gleich noch im Shop zeigen, denn diese Bananen sind sehr, sehr wichtig. Denn ihr könnt in diesem Modus, das sind immer Random Maps, die kommen, und da könnt ihr wie damals bei den Pümpeln so diese Bananen einsammeln. Und zwar seht ihr schon, bekommt ihr pro Runde nämlich Bananen. Also einmal für dieses Punktesystem an sich, dass wenn ihr quasi gewinnt, kriegt ihr, glaube ich, auch Bananen. Und noch einmal, ihr könnt Bananen einfach einsammeln. Und ja, ihr kriegt, soweit ich weiß, sogar für jede Runde Bananen. Ihr müsst nicht mal gewinnen, ihr könnt auch einfach rausfliegen. Ihr kriegt jede Runde einfach total easy Bananen. Aber wenn ihr nebenbei noch halt Runden gewinnt oder Bananen einsammelt, könnt ihr euch einfach richtig easy, ja, ganz viele Bananen freischalten, bekommt zusätzlich auch noch Belohnungen nebenbei. Ja, jetzt fragt ihr euch, okay, was bringen mir diese Bananen jetzt? Ja, die Bananen, die ihr hier sammeln könnt, das ist quasi eine eigene Währung für sich. Denn das Ganze zeige ich euch jetzt einmal im Shop. Und zwar seht ihr hier im Shop oben links, habt ihr eine Bananenansicht. Ihr seht einmal hier Bananen, löse sie für die Belohnungen im Shop ein. Das bedeutet, Leute, ihr könnt euch jetzt quasi mit den Bananen Sachen im Shop kaufen. Und das Lustige ist, ihr könnt euch nicht irgendwelche Sachen kaufen, ihr könnt euch einfach übertrieben heftige Skins kaufen. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Ganze jetzt. Und zwar seht ihr schon als allererstes, ganz kurz, ihr seht, man kann sich auch Bananen kaufen. Es gibt auch drei verschiedene Bananenangebote. Aber wie ihr das Ganze vielleicht auch im Thumbnail gesehen habt, oder ich habe es ja auch eben schon erwähnt, ihr könnt das Ganze auch gratis freischalten. Also ihr müsst euch diese Pakete nicht kaufen, ihr könnt auch einfach spielen. Das Ganze ist super easy, denn Leute, ihr seht, wir haben als allererstes ein Pipichi Dance Emote, den man sich für 500 Bananen freischalten kann. Dann als nächstes haben wir einfach mal den Super Banana Skin. Der kostet gleich mal 2.500. Und ja, das Ganze ist quasi der Bananenskin in so einem Superhelden-Look. Aber Leute, für ganze 5.000 Bananen könnt ihr euch einfach mal die goldene Banane freischalten, Leute. Und das Ganze völlig gratis, wenn man überlegt, dass das einer der seltensten Skins ist. Und jetzt könnt ihr euch ihn einfach gratis freischalten. Aber Leute, das Ganze war es immer noch nicht, denn ich habe es erwähnt, Leute, ihr könnt euch einfach mal, Trommelwirbel, ihr könnt euch einfach mal den Diamant-Bananen-Skin freischalten, Leute. Und das Ganze einfach mal für 12.000 Bananen. Ja, Leute, klingt auf den ersten Moment viel, ist auch eigentlich viel. Aber wenn ihr daily zockt, ich meine, das Angebot ist ab jetzt, wo ich das Video aufnehme, 6 Tage im Shop. Wenn man jeden Tag so mal so eine Stunde zockt, dann ist das Ganze auf jeden Fall machbar. Also Leute, das ist auf jeden Fall geil, weil ich finde es unnormal nice, dass man sich solche Skins jetzt einfach gratis erspielen kann. Also ihr müsst euch dafür keine Gems aufladen. Und das Ding ist, Leute, selbst wenn man sich hier alle Angebote kaufen würde, würde es trotzdem nicht reichen, um sich den Diamant-Bananen-Skin zu kaufen. Was bedeutet, man kann sich diesen Skin nicht Pay-to-Win kaufen, man muss dafür spielen, Leute. Und ich würde sagen, ja, ich habe euch das Grobe jetzt mal im Detail gezeigt, was ihr euch hier alles freischalten könnt. Aber Leute, nochmal ganz kurz zum Check für euch. Ihr seht auf jeden Fall auch, der Diamant-Bananen-Skin ist ein Special-Skin. Ich habe dazu ja schon ein Video hochgeladen. Also ich glaube, das ist sogar tatsächlich der erste Special-Skin, in dem man sich wirklich zu 100% gratis erspielen kann, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ich meine, ich habe es ja auch im letzten Video gesagt, es ist meiner Meinung nach der krasseste Special Skin, der bisher im Game ist.
Also wer den hat, Bruder, der ist der krasseste im Spiel. Und ja, Leute, ich werde versuchen, heute mit euch gemeinsam diesen Skin freizuschalten. Das Ganze wird auf jeden Fall ein sehr heftiger Grind. Ich werde mir dafür natürlich auch hier die Bananenangebote kaufen, weil das sonst einfach zu lange dauern würde. Deshalb würde ich sagen, fürs Video lade ich mir jetzt einfach mal hier diese Bananenpakete auf. Da haben wir einmal hier für 2 Euro das Bundle. Das habe ich mir jetzt ganz kurz mal gekauft. Aber Leute, wie gesagt, macht das nicht nach. Ihr könnt das Ganze auch völlig gratis freischalten. So, dann hätten wir das gekauft. Dann kaufen wir auch noch direkt das 1500 Bananenangebot. Das habe ich mir jetzt auch mal gekauft. So, dann habe ich mir jetzt hier auch nochmal das 1500 Bananenangebot gekauft. Und ich würde sagen, wir kaufen uns auch direkt nochmal das für 5000 Bananen. Das Ganze hat mich jetzt, ich glaube, insgesamt 30 Euro gekostet. Also es ist auf jeden Fall schon teuer. Deswegen, Leute, wie gesagt, ihr könnt es einfach gratis erspielen. Und ich würde sagen, zur Demonstration, Leute, kaufen wir uns auch jetzt direkt schon mal die ersten 2 Sachen. Und zwar haben wir hier einmal so ein Emote, beziehungsweise so eine Animation. Die schauen wir uns gleich auch mal an. Dann haben wir hier den Super Banana Skin. Den würde ich sagen, kaufen wir auch mal in 3, 2, 1. Und da ist der neue Super Banana Skin. Boah, der sieht auch heftig aus, Bro. Der sieht ehrlich krass aus. Warte mal. Ich habe ihn jetzt mal direkt ausgerüstet. Und ja, ja, der Skin sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, Leute. Also schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Skin in die Kommentare. Also ich finde ihn eigentlich ganz geil. Mir gefällt der. Wir gucken uns jetzt auch direkt mal die Animation an. Und zwar ist das... LOL! Was ist das denn für eine lustige Animation? Die erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an so einen Fortnite-Emote. Der war damals gratis. Oder ich weiß gar nicht. Der ist so, das sieht so ein bisschen aus wie so ein... Dieser Taco-Emote, so mit diesen Tacos, ich weiß nicht. Erinnert mich ein bisschen daran. Aber Leute, das war's nicht, denn wie gesagt, wir haben ja noch 2 weitere Skins. Ja Leute, wie ihr seht, habe ich nicht genug Bananen, um mir diesen goldenen Skin zu kaufen. Und ihr wisst, ich liebe diesen goldenen Skin auch, ne? Ich brauche den unbedingt. Deshalb, zur Demonstration würde ich sagen, gehen wir jetzt das allererste Mal in diesen neuen Banana-Fest-Modus rein, Leute. Ihr seht, man kann sich hier Fortschritte erzielen. Kann sich hier kostenlose Bananen freischalten. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in eine Runde rein mit dem neuen Bananaskin. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze in-game aussieht und wie das Ganze funktioniert. So, wir kriegen einfach mal als allerersten Modus Lavaland. Das ist halt auch so geil an dem Modus. Hier können wirklich alle Maps kommen und ihr seht auch direkt, man muss jetzt hier versuchen, direkt als erster die Bananen einzusammeln, denn ihr seht, die sind relativ schnell weg. Jetzt habe ich auch gerade noch Nametags an, sehe ich. Ihr seht auch meinen Namen, Leute. .xxlumexxx. Lag einfach daran, dass ich meinen Namen ändern wollte. Und einfach jeder Name mit Lumex war vergeben. Ich habe wirklich alles probiert. Ich habe sogar mit russischen Buchstaben probiert. Keiner war mehr frei. Deswegen habe ich so einen lustigen Namen, Leute. Wundert euch nicht. Ja, das war, by the way, die erste Runde. Und Leute, ich sage euch, spielt diesen Modus. Ich meine, ihr seht, erste Runde Lavaland. Was gibt's Geileres? Bin auch direkt gespannt auf den zweiten Modus, beziehungsweise die zweite Map, die wir bekommen. Ich bin mal gespannt, was kriegen wir. Und wir kriegen einfach mal Bombardment, beziehungsweise Bombardement, Leute. Schreibt die Kommentare, wie ihr das nennt. Aber ey, auch hier wieder eine Elimination Map. Feiere ich unnormal, dass man hier so häufig Elimination Maps bekommt. Und ich will auch Bananen. Leute, ihr seht, wie schnell diese Bananen weg sind. Aber ihr kriegt natürlich auch Bananen fürs Qualifizieren. Diese Bananen zum Einsammeln sind quasi so ein kleiner Bonus, wenn ihr schnell seid. Aber ihr müsst jetzt nicht darauf grinden. Also ihr könnt die auch einfach so freischalten, indem ihr einfach zockt. Ich würde sagen, komm, wir boxen jetzt mal jemanden raus. Zack, raus mit dir! Oh mein Gott, das war richtig close mit der Bombe gerade. Aber okay, wir sind noch gut am Start, Leute. Und wir haben uns qualifiziert. Damit würde ich sagen, gehen wir sogar jetzt direkt rein ins Finale. Und ich bin mal gespannt, ob wir es vielleicht sogar schaffen, einen Sieg zu holen. Und wir kriegen einfach nochmal Bombardement. Digga, ihr seht, es kann jede Map kommen. Übelst geil. So, ich versuche jetzt einfach mal, so lange wie es geht, zu überleben. Auch hier die Banane. Bro, was? Das war gerade ein Bug, Bro. Habt ihr das gesehen? Ich war direkt disqualifiziert. Lol. Lol. Okay, den Bug hatte ich noch nie. Aber egal, Leute. Ihr seht, ich habe jetzt, ja, 2 Bananen eingesammelt zusätzlich. Und ihr seht auch nur fürs Zocken, ich habe die Runde nicht mal gewonnen. Habe ich einfach 100 Bananen bekommen. Ihr seht das hier, ne? Jetzt seht ihr, Leute, haben wir einfach 100 Bananen zusätzlich. Und jetzt könnt ihr einfach einmal hier auf Hol dir deine Belohnung drücken. Und dann seht ihr schon, könnt ihr euch quasi hier
diese Belohnungen abholen. Und dann kriegt ihr einfach hier auch nochmal 20 Bananen on top. Und deswegen, Leute. Also wir haben jetzt roundabout in einer Runde ungefähr ohne zu gewinnen. Ich habe quasi gerade mal 2 Runden geschafft. Dafür haben wir jetzt ungefähr 150 Bananen bekommen. Wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr vielleicht jede 2. Runde gewinnt, dann ist das, wie gesagt, total easy. Dann hat man das in so ein paar Runden zusammen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, fürs Video kaufe ich mir jetzt einfach nochmal dieses Angebot hier. So, einmal autorisieren. Perfekt. Jetzt habe ich mir nochmal 1500 Bananen gekauft. Ihr seht auch, ihr kriegt auch nochmal 1000 Gems. Also, ne, es sind nicht nur Bananen. Und jetzt würde ich sagen, Leute, auf meinem Hauptaccount brauche ich ja noch die goldene Banane. Und ich würde sagen, die kaufe ich mir jetzt einfach. Unnormal geil. Lasst dafür und alle gerne ein Like und ein Abo. Oder Leute, ich bin so geil. Wir kaufen uns die goldene Banane in 3, 2, 1. Und sie wird gekauft. Oh mein Gott, Bro. Da ist sie, Leute. Die goldene Banane. Ich hab's hier einfach. Ich hab's hier einfach. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Ausrüsten. Nein. Nein. Oh mein Gott, da ist die goldene Banane. Ey, ihr wisst, Leute, dieser Skin hat mir noch gefehlt. Ihr wisst es alle, er hat mir noch gefehlt, ne? Und jetzt, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier oben, ganz oben, ihr seht es. Jetzt habe ich einfach den goldenen Bananenskin. Oh mein Gott, Leute. Unnormal heftig. Aber ich habe es euch versprochen, wir müssen uns eigentlich aus Prinzip auch noch den Diamant-Bananenskin freischalten, Leute. Und damit das Ganze jetzt nicht so einfach ist und ich mir den einfach kaufe, das wäre ja langweilig, würde ich sagen, muss ich jetzt einfach eine Runde im neuen Bananenfest-Modus gewinnen mit der goldenen Banane, damit ich mir diesen Skin kaufen darf. Und dann würde ich sagen, bin ich vermutlich der erste Spieler, der die Diamant-Banane hat. Denn dieser Modus ist, ich glaube, vor 10 Minuten erst in-game gekommen. Also ich glaube, die wenigsten haben sich diesen Skin direkt gekauft. Deswegen, Leute, würde ich sagen, gehen wir rein in die Runde. So, Leute, als allererste Map haben wir jetzt Paint Splash bekommen. Also diesmal keine Elimination Map. Wie gesagt, jede Map kann kommen und... Bruder, ich bin auch direkt der Einzige mit der goldenen Banane hier, ne? Digga, wie krass der Skin eigentlich aussieht, ne? In-game. Bro, also Leute, wenn der goldene Bananenskin schon so heftig ist... Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie der Diamant-Skin gleich aussehen wird. Ich meine, ich habe zum Diamant-Bananenskin ja schon ein Video hochgeladen, ne? Wer das noch nicht abgecheckt, der checkt es gern aus. Aber, das war ja, wie gesagt, in der Beta. Und, das hier ist ja mein Hauptaccount. Und, dann wäre ich ja wirklich, wie gesagt, wahrscheinlich einer der Ersten, der diesen Skin, sich freigeschalten hat. Und ich hoffe, ich schaff's jetzt, mich noch zu qualifizieren. Renn! Renn! Renn-Banana-Skin! Oh mein Gott, wir haben es gerade noch so geschafft, Leute. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein ins Halbfinale. Und dann hole ich hier direkt den Sieg. So, Halbfinale, Humble-Stumble. Okay, das müssten wir hinkriegen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich beeile mich. Okay, wir rennen jetzt. Wir kommen straight up durch. Leute, ihr wisst, ich bin immer hier viel am Reden. Aber ich konzentriere mich jetzt einfach mal. Ich will hier jetzt einen Sieg holen. Ich meine, Leute, ich will so schnell wie möglich diesen Diamant-Bananen-Skin freischalten. Wir machen sogar hier auf den so einen auf krass mit Tricks und so. Und oh mein Gott, den haben wir richtig ehrenlos weggeboxt. Okay, wir werfen auch direkt als goldene Banane eine Banane, weil wir dürfen das. Aber wir Gold sind noch nicht runtergefallen. Perfekt. Egal, ich bin im Ziel. Kiki-Mode, weg mit dir, Bats. Okay, Leute. Super easy qualify. Jetzt würde ich sagen, geht's rein ins Finale. Drückt mir bitte alle die Daumen. Ich will jetzt gewinnen, denn ich will die Banane haben, Bro. Ich will sie haben. Komm schon. Und Finale Hot Wheels Hustle. Nein. Okay, das ist keine Map, wo ich besonders... Ich bin der Einzige, der hinten spawnt. Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt wird's ernst. Ich gebe natürlich mein Bestes hier. So, wir machen hier direkt Kicky Mode. Wir sind aktuell ganz vorne. Aktuell sind wir ganz vorne. Wir gehen direkt auch hier nach drüben an die Seite natürlich. Aktuell sind wir ganz vorne. Oh mein Gott, Leute. Ich könnte der Erste mit dem Diamant-Bananen-Skin sein, ne? Nein, einer ist ganz leicht vor mir. Nein, nein, nein. Ah, das ist nicht gut. Boah, ich bin nicht gut auf der Map, Leute. Ich bin halt nicht gut auf der Map. Wenn wir jetzt hier keinen Fehler machen... Ah, das ist nicht gut. Ey, Bro, bitte. Komm schon. Ich will den Diamant-Bananen-Skin. Ey, komm schon. Einer ist übelst weit vorne. Nein, Bro, komm schon. Bitte. Bitte. Ja? Komm. Boost mitnehmen? Ich fass es nicht. Nein. 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 Oh mein Gott, Leute. Nein. Ich hab's einfach nicht geschafft, Bro. Ich hab's einfach nicht geschafft, Leute. Oh mein Gott, nein. Hä? Verbindung mit dem Server nicht möglich. War also ein Bug.
Ihr habt's gesehen, Verbindung ist einfach nicht möglich. Deshalb habe ich verloren. Ah, okay, wenn es ein Bug war. Okay, nein, Leute, Spaß. Ey, Leute, verzeiht ihr mir, wenn ich mir die jetzt kaufe? Verzeiht ihr mir das? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich will diesen Skin haben. Ich will der Erste sein. Leute, komm. Ich meine, dafür gehen wir nochmal eine Runde mit dem Skin dann rein und schauen uns nochmal in-game an. Bruder, ich will diesen Skin jetzt haben. Ich meine, ich muss jetzt... Bruder, ich muss jetzt richtig viele Bananen kaufen dafür. Leute, okay, komm. Das ist arschteuer, wie gesagt. Macht es nicht zu Hause nach. Ich habe mir jetzt hier die ersten 5000 Bananen nochmal gekauft. Dann brauchen wir einfach nochmal das Angebot. Digga, also die ist auf jeden Fall schon teuer. Boah, das schmerzt auf jeden Fall. Aber... Und wir haben immer noch nicht genug Bananen. Wir müssen uns das ganze Angebot sogar nochmal kaufen, ne? Ah, okay. Theoretisch könnte ich mir jetzt auch... Ja, egal, wir kaufen das einfach nochmal, Leute, egal. Wir kaufen es einfach nochmal. Digga, ich habe auch nebenbei, sehe ich jetzt gerade, 23.000 Gems, aber wir haben 15.000 Bananen. Damit würde ich sagen, Leute, der Bananenskin ist offiziell in-game. Wir kaufen uns ihn jetzt in 3, 2, 1 und... Da ist der Diamond Banana Skin, Bro. Nein, nein, nein. Wir rüsten ihn aus. Wir rüsten ihn aus, wir rüsten ihn aus. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Batz! Oh mein Gott, sieht der heftig aus, Bro. Oh mein Gott. Leute, bitte nehmt euch kurz die Zeit. Schreibt jetzt in die Kommentare von 1 bis 10, wie heftig ist der Skin. Meiner Meinung nach wirklich der heftigste Skin mit Abstand im ganzen Spiel. Und ich habe ihn jetzt einfach. Ich habe ihn hier auf meinem Main-Account. Wahrscheinlich bin ich der Erste, der den Skin hat. Also wir haben jetzt hier den goldenen Bananaskin und den Diamond-Bananaskin. Und natürlich auch hier den Superhelden-Bananaskin. Nochmal heftig. Ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz kurz in eine Runde rein. Zeige euch den Skin nochmal ganz kurz in-game, damit ihr das nochmal seht. Und dann würde ich sagen, ja, wir gehen rein. Und wir sind in der Runde. Und Bro, ich bin der Einzige mit Bananaskin, Bro. Das ist so heftig. Digga, der Skin, ne? Der hat auch so einen Leuchteffekt, ne? Seht ihr das? Der ist richtig am Leuchten, Bro! Wie heftig sieht der Skin aus? Ja, Leute, mit Abstand. Wirklich mit Abstand. Ich würde sagen, ich gebe den so 50 Punkte Abstand zum zweitbesten Skin in Summer Guys. Ich finde, zweitbester Skin immer noch am krassesten irgendwie ist Blitz Ninja. Einfach weil, so, es ist ein OG-Skin. Ich feiere ihn unnormal. Aber, Bro, Diamant-Bananenskin übertrifft alles, Leute. Also, ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung zu dem Skin in die Kommentare. Ich finde ihn unnormal heftig. Ja, ansonsten, klärt mich auch gerne mal auf. Vielleicht habt ihr jemand anderes gesehen, der den Skin auch in-game hat. Aber ich hoffe mal, ich bin der Erste mit dem Skin. Und ja, ansonsten, Leute, ich hoffe, ihr blickt jetzt so grob durch, wie ihr euch das Ganze freischalten könnt. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt auch hier den Sieg, komm. Komm, runter mit dir, Junge! Bam! Und da haben wir auch den Sieg geholt, Leute. Mit dem Diamond Banana Skin. Da ist er, Leute. Aber sowieso eine Bot-Runde. Also jetzt nicht so krass. Aber egal, Leute. Ihr seht den Skin hier auch nochmal. Digga, es ist heftig. Es ist unnormal heftig. Leute, ich würde sagen, lasst mir dieses nice Video mit einem Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem Video, Leute. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.